Hallo und herzlich willkommen zu einem Part, zu einem neuen Part, ich würde schon einen weiteren Part sagen, von einer Against-Kampagne mit Jona. Ja. Und wir haben es vor, ist wieder so weit. Ja, wir haben uns vor, wieder auf die Schnauze zu geben, aber nur als Ersatzprojekt. Mhm. Es zwischendurch, bis unsere richtige Against-Kampagne kommt. Einfach nur, dass ihr ein bisschen sehen könnt, wie wir uns auf die Schnauze geben. Ein bisschen Unterhaltung für zwischendurch. Ja. Mit und viel Rage und so. Ja, genau. Weil ich kann es auch sagen, ihr könnt schon, gespannt sein. Es wird eine Gänzkampagne zwischen mir und Whisky geben, die ein bisschen größer ist wie das, was wir jetzt spielen. Ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja. Und ja, die wird in den nächsten. Also, wenn diese Kampagne fertig ist, sollte die dann eigentlich auch anfangen. Ja, wenn nichts dazwischen kommt. Also, wenn alles gut läuft. Ja, genau. Ja, und die sollte dann dafür auch richtig cool sein. Und wir machen jetzt einen kleinen Kampf um Britannien. Ja, also ich mit in der App Dani und er mit den Ikenern. Und dann werden wir den Kampf von Britannien beginnen. Ja, und wir spielen nur auf schwer, Leute, weil es geht in der kleinen Kampagne jetzt nur darum, dass wir uns auf die Schnauze geben. Das heißt, wir wollen uns mit der KI gar nicht aufhalten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass mehr Österreicher Schnauze sagen anstatt Maul? Die anderen Österreicher im Clan sagen auch immer, ich gebe dir auf die Schnauze. Ja. Das heißt, ich gebe dir aufs Maul, ich gebe dir auf die Fresse. Red mal Deutsch, das ist doch das gleiche Wort, Alter. Das hat die gleiche Bedeutung. Nee. Schnauze ist echt schon minderwertiges Deutsch. Also ganz komisch. Nee, ist echt schon komisch. Ich sag dir das, ich bin also, Deutscher. Bist du behindert, Alter? Ich spreche die Sprache besser wie du. Nein. Ich bin ja Deutscher, du ja nicht. Ja. Und ich sag ja, nur weil du Deutsch bist, heißt das nicht. Ich sag dir aus großer Erfahrung. Halt die Schnauze, ich würde dir nicht das Wort Schnauze empfehlen. Jona? Ja? Darf ich dir einen Kommentar dazu sagen? Halt die Schnauze. Dazu erklären, erzählen würde ich eher sagen, ja? Sag das ein bisschen poetischer, okay? Ja, halt die Schnauze, Jona. Halt dein Maul bitte, ja? Jona, halt einfach die Schnauze. Halt einfach dein Maul bitte. Halt jetzt die Schnauze. Im Falle der Zuschauer, die das jetzt im Verlauf dieser Kampagne nicht verstehen, ich werde es immer übersetzen, wenn Whisky sowas auf Österreichisch sagt, okay? Ja, soll ich mal auf Dialekt reden, Alter? Das hat er jetzt gerade gesagt, dass er möchte in einer komischen Sprache aus seinem Land reden. Und das habe ich jetzt für euch schnell übersetzt, damit ihr das auch versteht. Okay. Eigentlich geht es ja nicht. Ja, okay, ab jetzt musst du jeden Satz von mir übersetzen, ja? Wo bleibt die Übersetzung? Das konnte man jetzt auch hören. Jona, wo bleibt die Übersetzung? Genau. Ich bin kein ausgebildeter Dolmetscher, mach deinen eigenen Scheiß. ja, weißt du, sagt, ich hab jetzt jeden Satz übersetzen. Ich sag was? Jona, Übersetzung? Ich bin kein Dolmetscher, die Schnauze. Halt dein Maul, oh mein Gott, wie schwer ist denn das? Oh, fucking hell. Nein. Wieder ich werd immer Schnauze sagen. So. Immer so sein. Ja. Und es geht los. Taxapo, mein General heißt Taxapo, oh mein Gott. Na, Taxapo, wie geht's? Ein Taxi im Taxapo. Taxapo. Warum habe ich schon zwei Söldner hier? Hast du Söldner? Ich habe Insta-Söldner in der Armee. Nice. Wie viel Geld machst du pro Runde? 1000. 1000 genau? 1071. Okay. So, okay. Jetzt muss ich mal gucken, mit wem ich überhaupt ein Bündnis habe. Ja, ich kann ja mal probieren, mit den ganzen Typen hier unten zu handeln. Seid gegrüßt! Ich hoffe, ihr... Das heißt, wir haben ja eigentlich nur 1, 2, 3, 4. 4 Fraktionen zwischen uns. Ihr seid willkommen! Ja, kann ja sein, dass irgendeine Fraktion da unten meint, sie müsste mich angreifen. So. Aber das kommt ganz selten vor, ich hab's gleich hier raus. Die Geister kann man denn keine Konföderation machen? Und die Götter segnen. Mit wem? Mit den anderen? Nein, genau. Mit den gleiches Blut, scheiße da. Wie? Man kann keine Konföderation machen mit den Fraktionen. Also aus Britannien? Ja. Echt? Ja. Ich meine, die Stämme haben sich damals ja gehasst wie die Pest, aber Konföderation sollte es eigentlich schon noch geben. Oh, lol, ich hab ne Einheit, die heißt Bauern. Oh, lol, ich hab nochmal anfangen. Warum? Müssen nochmal anfangen. Ich will keine Einheit haben, die Bauern heißen. Ich will nicht mit Bauern spielen. Ja, du hast Bauern.
Du bist Bauer. Guck mal, ich habe jetzt 160 bemalt, das sind sozusagen 160 Deutsche, 320 Bauern, Österreicher und 240 ja, genau. Steinschleuder. Das sind dann Britannier. Nein, nein, wir sind die. Ja, doch, Österreich. Wir sind die Alpenjäger, Alter. Gebirgsjäger sind in Deutschland stationiert, ja. Ja. Wir haben auch Gebirgsjäger. Ja, aber es sind ja Österreicher. Naja, wir kennen uns besser aus im Gebirge. Wir wohnen in den Alpen, wir leben da. Das ist unsere natürliche Umgebung. Wien in den Alpen. Habt ihr nur zwei große Städte, Salzburg und Wien, das war's ja. Nein, wir haben auch Linz. Wir haben auch. Und Innsbruck ist groß. Kleine. Innsbruck, ja. Graz ist auch groß. Ich jetzt in Salzburg, Wien und Linz, glaube ich schon mal. Ja, Linz ist eigentlich nur so eine Industriestadt. Ja, das ist einfach eine Repräsentant. Und Graz ist groß, Innsbruck ist groß, Salzburg ist groß und Wien ist groß. Wien ist eigentlich ganz cool, da war ich auch schon mal. Also, es hat mir echt gut gefallen. Scheiß Deutscher. Halt dein Maul! Ich erwarte so, eure Jonah. Befehle. Mach mal hin, du hast nur eine Stadt. Mach weit. Komm, komm. Ja, mach. Du doch auch? Ja, ich habe eine befestigte Stadt, ich darf das. Oh. Okay. Vor allem, wie du das einfach annimmst, so. Einfach so, okay. Aber was hast du gerade gesagt? Ich höre dir eigentlich generell nicht zu. Wenn du redest, dann blende ich das meistens aus. Das finde ich jetzt gemein. Hast du Pipi in den Augen? Ja. Och nee. Aber magst du mir 20 Dinare schenken? Nein. Nee? Nee. Wie kann ich euch? Ich schenke dir gar nichts, Arschloch. Alles klar, Digga. Ich hab nur Generäle mit scheiß Namen. Abodinus. Generäle mit scheiß Namen. Ominomius. Paranutius. Wie heißen denn meine Generäle? Dagomaros? Dagobert. Dagobert. Und Adiatorix. Aber ich kann mit denen die adligen Fianer rekrutieren, die Skataskrieger oder Wächter als General. Ja, klar, erstmal Skataskrieger reinschmeißen. Aber ich kann keine Streitwagen. Streitwagen habe ich jetzt nur in der Generalseinheit, die ich jetzt halt am Anfang habe. Janorix und Taxapo. Will ich meinen General als Streitwagen? Das ist die Frage. Nö, eigentlich nicht. Da sterben die immer zu schnell. Nehme ich doch, glaube ich, adlige Fianer oder Skataskrieger? Adelige Fianer! Was macht man eigentlich dieser Totenkopf als Fähigkeit? Was heißt denn das? Das Totenkopf als Fähigkeit? Fähigkeit, Alter. Also, das hat immer so Fähigkeiten da, wo zum Beispiel Angst machen und so ist. Und da ist so ein Totenkopf und der ist durchgestrichen. Ich glaube, ich kriege ja keinen Verschleiß, kann das sein? Vielleicht kein Verschleiß im Winter oder so ein Dreck. Ja, das kann sein, ich hoffe. Gerade Sommer. Ist ja nicht so wie bei Cäsar Gallien, wo dann 5 Runden Winter ist. Winter! Waffenstillstand! Ist ja so. Winter ist einfach so ein richtiger Waffenstillstand. So, wir haben aber die gleichen Regeln mit Agenten und so ein Scheiß wie in unserer Cäsar Gallien Kampagne, ne? Ja, klar. Also, ja, würde ich jetzt schon sagen. Weil Vorräte vergiften ist immer schwul. Militärsabotage gescheitert, du Arschgesicht. Ja, hast du einen Agenten? Ja. Ich bin ohne Agenten. Wie viele Einheiten hattest du gleich am Anfang jetzt? 10. 10? Ja. Ich hatte nur 4. Lol. Ah ne, ist ja deine Runde. Ich denke immer, wenn ich Einheiten rekrutiere, dann steht bei mir, dass die noch rekrutieren. Ich denke mir die ganze Zeit, warum brauchen die denn 2 Runden? Und dann checke ich das irgendwann. Dass das noch eine Runde ist. Ja, ich krieg keinen Schneeverschleiß. So. Jetzt mal eine gute Frage. Kann ich hier noch was ausbauen? Ich hab noch die Nahre. Bereit zum Kampf. Kann ich mir dann die nächste Runde holen? Eigentlich mag ich das schon ausbauen, aber es kostet wieder Geld. Sieht ja keine Nahrung ab. Nee. Kriegen eine Garnison, 2 Bauern, einen Bemalter, 2 britannische Steinsteuer, habe ich glaube ich jetzt. Mit leeren Worten. Ich, ja.
finde krass, dass man am Anfang frei Herbanner und Botanische Steinschleuder rekrutieren kann. Botanische Steinschleuder, einer der besten Steinschleuder-Einheiten im Spiel. Ja. Oder sogar einer der, ich würde sagen, sogar fast sagen, die beste Preis-Leistung mäßig her, oder? Nein, die Germanischen. Schon die Germanischen rasieren noch gut, dann gibt es ja die spanischen Steinsteuerer und dann gibt es die Steuerer für Elite, aber die Elite, leider verliert Elite in Rome 2 immer gegen Masse und das ist eigentlich schade. Ich spiele gerne Roder, aber die bringen es leider nicht mehr so. Wegen loser Formation halt auch. Was mit den loser Formationen? Da gibt es ja einige Leute, die sich da echt drüber aufregen und da fordern, dass man das nicht mehr hat, also lose Formation, dass es das nicht mehr gibt. Ja, Jono, wie sieht's bei dir mit der Expansion aus? Muss erstmal nach da oben laufen. Ich habe erstmal einen mega langen Marschweg. Du? Ja, ich mach Blitzkrieg. Weißt du, ich muss halt die Stärke deiner Skatas mit schnelle Expansion ausgleichen. Und ich würde sogar sagen, dass wir das ganze Projekt auf 2 Wochen legen können. Weil das Projekt soll ja ungefähr nur 2 Wochen dauern, Leute. Würde ich sogar sagen, dass ein Part nur 15 Minuten lang ist. Ja? Ja, würde ich sogar sagen. Weil sonst wäre das ganze Ding ja nächste Woche Dienstag vorbei. Wahrscheinlich. Ja, ist okay. Können wir machen. Wir brauchen doch noch ein kleines bisschen Zeit. Weil die andere Kampagne noch in Arbeit ist. Ja. Aber ihr könnt euch drauf freuen. Wenn es fertig ist, dann wird's richtig cool. Da habe ich ganz ehrlich schon richtig Bock drauf. Ja, ich bin ja auch schon richtig im Schwitzen. Ach, richtig, richtig reingeschwitzt. Nice. Ich finde das krass, britannische Steinsteuer 90 Dinare die Runde nur. Nice. Die rasieren doch, also aus meiner Erfahrung. Warum sind die so billig? Und die kriegt man gleich am Anfang. Und du wirst ja einen Spaß haben, aber ich aber auch. Hast du schon eine Fullstack? Nein. Weil ich sehe zum Beispiel von den Demeter schon die Armee. Da wirst du Spaß gegen die haben, kann ich dir jetzt schon sagen. Was sollen wir die Schlachten spielen? Ja, ich würde sagen schon. Kann man. Das war der Part länger, aber dann lass einfach. Komm, lass machen. Kann man schon mal spielen. Ich. Also wagst du mir die Einheit nicht geben, weil wir sind ja noch nicht im Krieg. Ja, noch sind wir nicht im Krieg, das stimmt schon. Aber ich will hier nicht den da drin haben. So eine Einheit drin haben. Niemand will entkommen! Nice, dann machen wir es noch schnell speichern. Und dann kann es losgehen. So. Oh! 2 Söldner, nein, die hast du behalten? Ja. Hä? Warum haben die denn nur 5 Einheiten? Keine Ahnung, nicht rekrutiert oder so. Die Kinder des Brutus. Brutus ist doch ein römischer. Haben die keine Armee gehabt, oder was? Das ist ja eine Armee. Aber die stand in der Stadt, oder was? Ja. Das heißt, die hatten eine Einheit und dann 4 Garnisonen, oder was? Nein, das ist deren Armee und die Garnisonsarmee ist ja noch unten. Das sind ja nochmal 800 Mann. Ach so, ja, aber du hast ja nur 5 Einheiten. Hast du noch eine zweite Armee? Ja, ich habe noch eine Verstärkungsarmee. Okay. Soll ich auch mal spielen? Du könntest von mir aus den Steinschleuderer haben. Okay. Du bekommst dann noch 5 Steinschleuderer oder 4. Gut. Stellst du dich noch zu mir? Mhm. Ja, schau. Siehst du, meine Verstärkungsarmee kommt da hinten schon. Streifer. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ja, da sind halt nochmal Dings dabei, gell? Heldenhafte Reiter, die sind schon echt fucking geile Kavallerie. Im blauen Gesicht. Bekommen.
Wie wollen wir es denn machen? Ich würde schon. Willst du aufteilen oder. Ah, da. Ich weiß noch nicht, aber. Ich würde eigentlich ganz gerne hier reinmarschieren und hier reinmarschieren. Ich kann mich halt hier hinstellen und von da runterschießen auf den Platz. Ja, eben, ich wollte hier und hier reinmarschieren. Geh mal mit einer. Hat der Kavallerie? Glaub nicht. Okay, dann gehe ich mal scouten mit der Steinschleudereinheit. Ja, ich schick sonst mal meine Helden auf die Reiten noch ein bisschen hinterher. Aber nur so zur Absicherung. Da vorne sind schon welche. Soll ich drauf schießen? Das sind nur Bauern, die kann ich mit meinem Ding abschießen. Auf was du dich am meisten fokussen sollst, sind seine Fernkämpfer und die heroischen Adeligen. Du mal frei, Herr Banner, wegen der Pila. Ja, stimmt. Du kannst dir mal mit den ganzen Steinschleudern wegfokussen, oder? Mach ich ja. Kannst du einfacher wieder machen? So, ich positioniere dann mal meine Freund Herbanner ein bisschen, dass du dich zurückziehen könntest. So, und die heldenhaften Reiter schicke ich dann hinten rum. Ah, da hinten hat er noch einmal heroische Adlige, gell? Darauf soll ich mich fokussieren, auf die dann? Ja, die heroischen Adligen, die sollst du dann wegbekommen eigentlich. Ich will eigentlich nicht, dass die gegen meinen heroischen Adeligen kämpfen. Ja. Ich will aus der Schlacht eigentlich so wenig Verluste machen wie möglich. Also kannst du mal seine Einheiten ein bisschen zusammenschießen. Ist schon ganz gut. Nur ab so, keine Ahnung, sobald du nur noch ein Viertel Muni hast, aufhören zu schießen, bitte. Nur die freien Herberner sterben da schon natürlich. Wenn sie sich noch ein bisschen zu mir in den Rücken drehen würden, wäre es natürlich noch ideal, obwohl die jetzt glaube ich schon ankommen dann. Okay, ja, ich glaube, die kommen jetzt an. Okay, ich schieße mal auf die anderen Steinschleuderer. Ein Steinschleudertrupp habe ich mir komplett zurückgehalten. Der läuft jetzt mal unten lang. Kannst du vielleicht. Warte. Hier mal was. Vielleicht kann ich hier unten. Hier noch. Kommt der Jen hoch? Werfen. Jen von mir ist oben. Ehren, die Einheiten, die da hinten stehen, die kann ich mit meinen Einheiten abmetzeln. Ich da reinschicke. Ja, schick da die Helden-Ding weiter. Heldenhaften weitergeschickt. So, meine Söldnersperrbande. Die ist ja jetzt nicht so wichtig. Die würde ich nach der Schlacht wahrscheinlich eh auflösen. Okay, ich renne jetzt mal mit meinem heroischen Adling runter, ja? Mit meinen freien Erbannern. Hä, wo ist denn jetzt meine eine Steinschleudereinheit? Ah, da ist die. Okay, ich kann die ganzen Fernkämpfe von ihm dann abräumen mit meinen Heldenhaften. Ja, mach das. Ich schieß da gerade noch ein bisschen drauf. Die britannischen Blänkler als erstes. Ja, schickt auf jeden Fall die Bauern oder so hin. Weil die tun gerade einer meiner Steinschleuder leider dezimieren. Der hat schon 50 Mann verloren. Leider. Die haben aber den Rücken leider auch geworfen. Ist okay. Aber er klumpt da sowieso. So, du kannst dich ja mit den Steinschleudern runter bewegen. Den Rücken schießen dann. Ja. Würde ich schon feiern. Mit Bogenschützen wäre das viel cooler. Die würden nämlich da über die Klippe rüberschießen. Willst du echt mit deinem Gen reingehen? Lass auch die Steinschleuder das machen. Ja, mach das. Ja, ich stell mich dahin, Pila werfen. Raus da. Hier raus auf den. Boah. Killer. Aber schau ich mir jetzt schon mal auf die Dinge. 5 Steinschleuder jetzt im Rücken. Die Schlacht wendet sich den Rücken. Boah. Mit der Pila zusammen. Das ist so Bastard. Ah, das tut echt weh schon beim Zugucken. Zoom da kam mal ein bisschen rein, das ist richtig krass. Jede Salve sterben dann einfach nochmal 50, 60 Mann pro Sekunde.
Boah, wie kann man denn so schnell so viele Menschen töten? Ist schon fast was wie Zweiter Weltkrieg Maschinengewehrfeuer. Volkssturm. Zack, 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 aufzuschießen, aufzuschießen. Hab ich aufgehört. Nice, da die in der Stadt sind, braucht man die auch nicht weiter verfolgen. 37 Kill, 105. Boah. Ja. So soll es sein. 164 Kills mit freien Herbandern, 146 Kills mit deinen. Hä? Ist es nur von Pila? Ja. Ah, nee, das kann sein, dass du die Schlacht beendet hast. Dann berechnet er ja aus, wie er noch die Einheiten verfolgt. Nein, die verfolgen die nicht mehr. Bist du sicher? Ja. Machen dann keine Kills mehr. Das wäre so, als würden die einfach friedlich nach Hause gehen lassen. Ich dachte mal, dass die noch. Ich hab das schon mal gesehen, dass die nochmal Kills machen dann. Aber ich wusste, dass die 200 Kills gemacht haben, dann hatten die nachher nochmal 300 oder so. Ja, vielleicht ist eine fliehende Einheit in die reingelaufen. Neues Alter. Habe ich eigentlich als Abdani überhaupt Streitwagen? Seid ihr bereit, dem Stamm eurer Dirs zu leisten? Das sieht ja nice aus. Und das drauf? Na ja, gut, ich das mal. Ich mir da Schwertwander. Obwohl, wenn ich das drauf hau, dann brauche ich drei. Hey, wieso kriege ich da eigentlich, wenn ich die Bronze. Ich wollte mal was fragen. Wenn ich die Bronzewerkstatt jetzt ausbaue, kriege ich keine neue Einheit dazu. Was? Warum nicht? Wenn du die Bronzewerkstatt. Du hast jetzt ein Handelswerk. Handwerksunterkünfte. Wenn ich jetzt die Bronzewerkstatt baue, kriege ich keine Einheit dazu. Also, die ich rekrutieren kann. Ich kriege eine Speerbande. Hä? Ich kriege nichts dazu. Ich frage mich jetzt gerade, wie ich dann überhaupt Dinge rekrutieren kann. Also Skaters kriege. Skaters sind auf der letzten Stufe von dem Gebäude, glaube ich. Ja, das werde ich sowieso nicht hinbekommen. Das ganz hinten. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es dann ab der dritten Stufe, dass du dann mehrere Einheiten bekommst, du denkst sowas. Man weiß es nicht. Aber warte mal. Ich sollte dann. Achso, baue ich eh. Gut. Meine Runde, ja theoretisch. Ich brauche einfach viel länger, um die Kaledonia zu erreichen. Das ist ja mein erstes Kriegsziel. Und ich brauche einfach schon 4 Runden, um aus meinem Land rauszukommen. Das ist schon ganz schön extrem lange. Ja, aber dafür hast du halt deine Hauptstadt an einen strategisch besseren Ort. Oh mein Gott, nicht dein Ernst. Was ist passiert? Ich habe gerade festgestellt, man kann ja nicht überall von der Insel runter. Ich bin gerade umsonst vor so eine Klippe gelaufen, um festzustellen, dass ich nur an meiner Hauptstadt wieder ins Wasser kann. Oh nein, Jona. Oh mein Gott. Oh Gott. Aber du kannst doch da ganz im Norden kannst du auch runter. Von der Insel. Ja, mache ich jetzt auch gerade, aber trotzdem, das ist nochmal ein Umweg von 1-2 Runden. Gott. Ich wär gleich bei der Hauptstadt raus. Ja, das hab ich nicht geraten. Aber dann kannst du nicht rekrutieren. Ah ja, stimmt. Stimmt. Bleib ich jetzt halt. So bin ich jetzt schon da hinten und brauch dann wahrscheinlich 1, 2, 3, also 3, 4 Runden, bis ich da bin. Muss jetzt aber wahrscheinlich erstmal 3 Runden rekrutieren. Bis dahin hast du schon die halbe Insel erobert. Ja, so also cool. Die Damatee sind jetzt keine wirklich große Herausforderung, da muss ich wieder ein bisschen die öffentliche Ordnung pushen. Und dann werde ich mich an die Briganten machen. Siehst du, und da bin ich gerade erst bei den Kaledoniern. Ja gut, Mann. Aber während ich öffentliche Ordnung pushen muss, kannst du ja eigentlich die Briganten schon einnehmen. Ich habe einfach nicht so eine Stadt, die ich dann sofort angreifen kann. Ich hoffe einfach, dass die Demetee dich lange genug aufhalten. Greifst du die diese Runde schon an? Diese Runde wird sich nicht ausgehen. Gibt es wirklich? Hm? Die haben auch 13 Einheiten. Schaffst du das? Noch nicht. Die Mutter schützt der Reisenden. Bewegt euch! Ich sehne mich nach einem Kampf. Es gibt kein schöneres Ende, als im Kampf zu sterben.
Grüße der Mutter. Wie kann noch ich nicht. Euch helfen? Ich lebe, um dem Volk Britanniens zu dienen. Die zerstört. Schade. Ja, mich nervt das Übel. Dass ich, wenn ich das ausbaue, nichts dazu bekomme. Wirklich gar nichts. So, ich gebe die Runde gleich wieder an dich ab, ne? Ja, warte mal, wir sind bei 18 Minuten. Scheiße. Also, okay, dann. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da und damit würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.